Hövelen. Die Kunstbibliothek zeigt den zeichnerischen Nachlass von Josef Maria Olbrich. Was ist der Anlass für diese Ausstellung? Der Anlass ist, dass vor genau 100 Jahren eine Ankaufsinitiative hier in Berlin gegründet wurde von engagierten, kunstbegeisterten Bürgern, die einfach wollten, dass der zeichnerische Nachlass dieses Ausnahmearchitekten, dieses Star-Architekten um 1900 in Berlin bleiben sollte. Gemeinsam wurde gesammelt und gemeinsam hat man auch bewirkt, dass dann im Jahr 1912 diese fantastische Sammlung angekauft werden konnte durch die Kunstbibliothek, und sie wurde dann 1912 zum ersten Mal im Lichthof des Martin-Gropius-Baus in einer großen Ausstellung der Öffentlichkeit vorgestellt. Wie kam es dazu? Berlin ist ja eigentlich keine Hauptstadt des Jugendstils. Josef Maria Olbrich kommt aus Wien, hat vor allen Dingen in Darmstadt gewirkt. Warum hat sich Berlin so sehr für seinen Nachlass interessiert? Ja, das stimmt, dass Josef Maria Olbrich in Berlin nicht viel gebaut hat, aber er hat sich mit Berlin ganz stark beschäftigt und er hat auch den Architekturdiskurs in Berlin um 1900 entscheidend beeinflusst. Er hat sich auch beteiligt an unterschiedlichen Wettbewerben, zum Beispiel an einem Wettbewerb für die Neugestaltung des Pariser Platzes 1906. Und zudem muss man sich vorstellen, Olbrich war wirklich ein Star-Architekt im Jahr 1908, als er im Alter von 40 Jahren an Leukämie verstarb. Und Preußen hat ein großes Interesse, aus kulturpolitischen Gründen den Nachlass dieses Star-Architekten für Berlin zu gewinnen. Sie haben bereits erwähnt, Olbrich war ein Star-Architekt. Können Sie ihn also ein bisschen einordnen in die architektonische Szene um 1900? Berlin ist ja die Hauptstadt des Wilhelminismus. Hier wurde ein pompöser Neobarock gepflegt. Inwiefern lassen sich diese sezessionistischen, jugendstilischen Tendenzen hier in Berlin auch finden und nachweisen? Also Josef Maria Olbrich steht schon vor einem singulären Bruch in der europäischen Architekturgeschichte seit der Renaissance. Seit der Renaissance operierte die europäische Architektur mit der Wiederaufbereitung historischer Stile, kam eigentlich auch von der Antike nie ganz los. Und mit einem Mal um 1900 beginnen Architekten wie Josef Maria Olbrich, er war keineswegs der Einzige, sich von der Dominanz des Historischen zu lösen und eigene Ideen zu entwickeln. Das ist auch der Grund, warum sehr viele Gebäude von Olbrich so aussehen, oder sie sahen damals so aus, als wären sie wie UFOs gelandet. Die passten im Grunde genommen noch gar nicht in diese, wie Sie sagen, wilhelministisch geprägte Zeit. Das waren Fremdkörper, die viel mehr in die Zukunft wiesen als in die Vergangenheit. Unter dem Nachlass eines Architekten stellt man sich ja normalerweise Grund- und Aufrisszeichnungen vor, also doch eher sehr sachlich-technische, nüchterne Lektüre. Warum zeigen Sie den Nachlass von Josef Maria Olbrich? Was ist daran so sehenswert? Josef Maria Olbrich war ein zeichnerisch herausragend talentierter Architekt, der eben nicht nur von der Funktion her dachte, nicht nur von der Architektur, sondern der auch wirklich von träumerischen Bildvisionen ausging. Und insofern sind seine Zeichnungen nicht nur Dokumente der architektonischen Planung, sondern seine Zeichnungen sind Kunstwerke, die für sich genossen werden können. Und die Ausstellung bietet daher mehr als nur ein Architekturpanorama, sondern es ist auch schon ein Panorama von Architekturträumen. Und es gibt ganz viele Häuser, ganz viele atmosphärisch dichte Architektursituationen, die er gezeichnet hat, in die man sich selbst heute noch am liebsten hineinwünschen würde. Herr Wullen, wir danken Ihnen für das Gespräch. Ich bedanke mich bei Ihnen, bei Cultiversum.